die wirft jetzt viermal. Okay. Das ist natürlich was anderes. Gut. Denke nicht, dass er Lust hat, den Magier des Lichts anzugreifen. Ach doch. Warum auch nicht? Ist wieder positiv. Das stimmt mich positiv. Der hat eindeutig zu viele Fledermäuse für meinen Geschmack. Das war jetzt nicht so intelligent. Sehe ich jetzt gleich nächste Runde. Warum ist auch da oben so ein dämlicher Feuermagier? Kommen die alle her? Ja, das war nicht so intelligent, dachte ich es mir doch. Glaube ich, mach das lieber so. Okay, und jetzt. Gut. Jetzt ist er geschützt. Und dürfte nächste Runde auch zwei Lebenspunkte heilen. Weil Einheiten, die man nicht bewegt hat, in einer Runde heilen zwei Lebenspunkte. So. Gegnerische Einheit gesichtet. Ja, da ist der andere Bruder. Das habe ich mir fast gedacht. Ja. Kann sie ihn ruhig angreifen, das stört mich nicht weiter. Denn der wird jetzt zum Straßenräuber. Oder auch nicht, weil ich die Runde neu starten muss. Ein Treffer ist ja wohl drin, ne? Dann. Oh, ups, okay. So. Du musst auf jeden Fall töten. Da hat mir jemand nicht zugehört. Also, du musst auf jeden Fall töten. Genau. Du am besten auch. Perfekt. Knapp, aber perfekt. So, ich habe keine Ahnung, wo jetzt das Ende der Kanalisation sein soll. Okay. Ach, nicht schon wieder einer von diesen Scheiß...
Legionen. Kann ja nicht wahr sein. Wie viele von denen hat der denn? Ach, das da oben ist wahrscheinlich das Ende. Auf der Kanalisation. Okay, ich habe diese eine Chance, ihn zu killen. Dafür muss aber der häufiger treffen. Du musst dich zurückziehen. Du musst ihn jetzt killen. Es scheint, er trug eine Karte bei sich. Und etwas Gold. 50 Goldstücke. Ein Weidmann oder Waldläufer. Keine Spezialfähigkeiten. 5494 und 7474. Bewegungspunkt und der Waldläufer ist schneller. Ich glaube aber, ich nehme den Weidmann. Weil dann habe ich hier die, die stark stark Nahkampf haben. Und die anderen mit starkem Fernkampf. Starkem Fernkampf. Du musst eigentlich außerhalb der Reichweite dieser scheiß Fledermaus sein, aber ich wette, dass die Fledermaus jetzt gleich voll auf ihn zufliegt. So, Gefahr voraus. Voraus? Ist jetzt zwar Gefahr überall. Och nö, nicht diese Spinnen. Oh, okay, die Spinne ist genauso stark wie die letzten Spinnen, die wir hatten. Natürlich. Muss ihn diese Runde töten. Das andere tötet mich. Ach komm. Wenn die Magier das Licht nach da hinten rennt, dann dürfte ich so weit kann die Fledermaus auch nicht fliegen. Karte und so, Weidmann. Kommt auch so weit. Pff. Okay, aber damit kann ich ja leben. Die Maus darf ja nur nicht meinen Magier als erstes angreifen. Rest ist ja egal. 10 Treffsicherheit. Was ist denn Treffsicherheit? In der Ruhe liegt die Kraft. Für den Angriff wohl vorbereitet, trifft diese Attacke in 60% aller Fälle. Nice. Toll. Okay, der Skorpion ist aber nahezu tot. Ja, Gefahr voraus. Bis jetzt war Gefahr überall. Das ist korrekt. Egal, wer den tötet. Aber vielleicht sollte ich mich nicht noch zusätzlich vergiften lassen. Also ist mir doch nicht egal, wer ihn tötet. So. Ich muss mit irgendeiner schwächeren Einheit erstmal die Spinne hierher holen. Also, das wird ein Job für Straßenräuber. Und dann muss ich die Spinne so schnell wie möglich töten. Und hoffen, dass der Skorpion nicht hinterherkommt. Deswegen hole ich mir
bisschen Unterstützung mit ran. Warte aber auf jeden Fall, bis mein Erzmagier auch da ist. Denn der dürfte sich recht praktisch erweisen im Kampf gegen die Spinne. Okay. Also. Okay. Dann komm mal her. Ja, damit hatte ich nämlich gerechnet. Also ich muss dieses Mistvieh um jeden Preis diese Runde töten. Ach, perfekt. Ich hasse diese Spinnen. Also nicht nur, dass es Spinnen sind, sondern die machen auch noch Schaden und vergiften. Die können ja irgendwie alles. So. So, das ist doch ganz gut gelaufen, finde ich. Schön, schön. Steht da drauf, nach Südbucht. Es ist nicht sehr heroisch, wenn Prinz Haldrick nicht derjenige ist, der sein Gefolge aus der Kanalisation von Südbucht führt. Ja. Prinz Haldrick steht direkt dahinter. Oh, und Großmagier ist coming to town. Beziehungsweise eher coming to army soon. So, mach. Endlich. Auf nach Südbucht. 360 fürs nächste oder das vorgegebene Startgold. Mal gucken. Beenden. Südbucht im Winter. Ich hasse Winter. Prinz Haldwick ist im Herzen der Stadt Südbucht in der Kanalisation entstiegen. Nach einigem Durcheinander wird ihm aber eine Audienz beim König von Südbucht gewährt. Ihr bringt uns Flüchtlinge, Prinz, aber bringt ihr auch Krieger? Ich bringe beides, und alle sind dem König von Südbucht ergeben. Ich kannte euch als Junge und die Männer. Ich kannte euch als Junge und die Männer, die euch vorangegangen sind. Euer Vater war ein ehrbarer Mann. Ihr seid aus demselben Holz. Seid ihr nicht jetzt der König? Ein König ohne Land und Krone ist kein König, Herr. Fürwahr, wir durchleben dunkle Zeiten, mein junger Prinz. Ihr hättet euren Vater stolz gemacht. Deutlich mehr als mich mein Nachfahre, ein toter Abenteurer und verschollener Narr. Es fügt sich, dass meine Blutlinie mit meiner Herrschaft enden soll. Ihr solltet nicht solche Dinge sagen. Er macht doch einen neuen. Das bedeutet nur wenig. Wisst ihr das? Das bedeutet nur wenig. Was ist das? Ihr habt eine Heimatlose des Wessvolks bei euch. Schafft sie nach draußen zu den anderen. Ihr habt meine Leute in den Schnee ausgesperrt? Bereitet euch vor, eurem Schicksal zu begegnen, ihr. Sie und ihr Volk haben mir große Dienste erwiesen. Öffnet die Tore und lasst sie ein. Was? Nur aufgrund eures Wortes, Junge? Und was mit dem anderen Westvolk, das zu unseren Toren geströmt ist? Lasst sie alle ein, im Namen der Menschlichkeit auf dieser Insel. Und weil ich euch das Geschäft versüßen kann. Ich kann das Leben aller Menschen auf
dieser Insel retten. Ich werde alles erklären, wenn ihr bei der Seele eures ältesten Sohnes schwört, dass ihr alles Westvolk in der Stadt kommt und sie an dem teilhaben lässt, was als nächstes geschehen muss. Also gut, ich schwöre. Sprecht. Erstens, ich kann jenes Buch übersetzen, das es Haldwick erlauben wird, den Feuerrubin zu benutzen. Dieses Artefakt sollte uns bei den Dingen helfen, die vor uns liegen. Zweitens, ich kenne den Weg zu den sagenumwobenen Landen im Osten. Adroran, ich war die Navigatorin eures Sohnes und seine Begleiterin. Vertraut mir. Ihr müsst nach Osten gehen. Begleitet... Was? Ich war die Navigatorin. Haldwick, euer Volk wurde hier vor langer Zeit einfach angespült. Mein Volk kam mit Absicht hierher. Ihr würdet noch Schafe hüten und, in Grashütten leben, wenn mein Volk nicht gewesen wäre. Ein kleiner Gefallen, den euer Volk dem unsrigen tat. Warum sollten wir überhaupt fliehen? Und warum nach Osten? Wir haben bereits einen orkischen Angriff zurückgeschlagen, bevor der Winter hereinbrach. Wir sollten darauf hinarbeiten, die Insel zurückzuerobern. Dies ist nicht die rechte Zeit für Heldentum. Euer Weg führt nach Osten, weil mein Volk vom Westen kam, wo es von allen unvorstellbaren Arten von Mensch und Monster wimmelt. Dort ist sprichwörtlich kein Platz. Wenn ihr glaubtet, wir seien böse, solltet ihr die anderen Kreaturen sehen, die dort leben. Ihr wärt Sklaven oder tot. Lernt die Lektion meines Volkes. Wären wir geflohen, als die letzten unserer großen Städte noch ständen, hätten wir diese Insel mit Leichtigkeit erobert. Aber wir kämpften bis zum bitteren Ende. Es kann keinen Kompromiss mit den Orks geben. Ihre Anzahl ist endlos und es gibt keine Möglichkeit, weitere Orks davon abzuhalten, hierher zu kommen. Es liegt Weisheit in euren Worten und mein Ende soll hier kommen. Ihr könnt den Rest des Winters widerstehen. Die Orks kamen im Herbst, als die Ernte eingefahren war. Außerdem können wir die großen Fischschwärme abfischen, die sich unter dem Eis tummeln. Ihr könntet sogar mit gut verproviantem Schiffen aufbrechen. Werdet ihr nicht mit uns kommen? Nein, flieht nach Osten. Es ist meine Pflicht, diese Stadt so lange wie möglich zu halten, im Namen derer, die evakuiert werden können. Das bedeutet, dass Haldwick und euch die Leitung der Evakuierung zufallen wird. Mein König, es wird ein neues Königreich im Osten geben. An den Masten der Flotte werden die Flaggen von Südbucht wehen. Ein neuer Thron und ein neues Land erwarten euch im Osten. Ich bin alt und meine Blutlinie endet mit meinen Söhnen. Lasst Frauen, Kinder und junge Männer zuerst auf die Schiffe. Ein neues Königreich muss leben. Hier können alte Männer noch etwas tun. Die Orks werden zahlen, wenn sie kommen, um diesen Ort einzunehmen. Gut, wenn es keinen anderen Weg gibt, mögen die Barden für immer die tapferen Könige Südbuchts besingen. Wie geht es mit dem Buch voran, Jessine? Ich werde mit der Übersetzung beginnen und ihr solltet derweilen den Eingang zur Kanalisation versiegeln. Ein letzter Frühling. Wie war das mit lasst die Flüchtlinge ein im Namen der Menschlichkeit, weil sie erfrieren würden, wenn man sie im Winter draußen lässt? Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. So, im Namen der Menschlichkeit und so, ne? Kann sich jetzt jeder was zu denken, so zum aktuellen Geschehnissen, so außerhalb dieses Let's Plays, aber gut. Machen wir weiter.